Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar zu Dragon Age Origins. Ich habe keinen Plan, was mich erwartet, aber das Spiel soll wohl ziemlich gut sein. Das heißt, es soll wohl eins dieser legendären super-duper, ich reih mich den anderen rein, ein Spielen sein, also was RPGs angeht. Ich bin mal gespannt. Ich habe schon mal einmal ein bisschen reingeguckt. So, jetzt machen wir mal ein neues Spiel. Ich bin gespannt, muss ich ehrlich sagen. So, jetzt kommt hier erstmal so eine heftige Szene. Jetzt halte ich die Klappe. Die Kirche lehrt uns, dass Kevin es James. Der Hochmut der Menschen war, der die dunkle Brut in unsere Welt brachte. Die Magier wollten den Himmel an sich reißen, doch sie haben ihn vernichtet. Sie wurden verbannt und durch ihre eigene Verderbtheit verflucht. Sie kehrten als Monster zurück, als die Ersten der dunklen Brut. Als Verderbnis fielen sie über die Länder her, unaufhaltsam und unerbittlich. Als Erstes fielen die Königreiche der Zwerge. Und aus den tiefen Wegen griff uns die dunkle Brut immer und immer wieder an, bis wir kurz vor der Auslöschung standen. Männer und Frauen aller Rassen, Krieger und Magier, Barbaren und Könige, die grauen Wächter opferten alles, um dem vorrückenden Dunkel Einhalt zu gebieten, und siegten. Dieser Sieg liegt Jahrhunderte zurück, und wir stehen weiterhin Wache, beobachtend und auf die Rückkehr der dunklen Brut wartend. Doch die, die uns einst Helden nannten, haben vergessen. Wir sind nur noch wenige, und unsere Warnungen wurden zu lange ignoriert. Denn ich habe selbst gesehen, was am Horizont lauert. Erbauer, steh uns bei. Ja, da bin ich wieder. Der Erbauer soll uns beistehen. So. Die Wahl deiner Herkunft entscheidet darüber, welche der 6 verschiedenen Einleitungsgeschichten du spielst. Deine Wahl beeinflusst außerdem, wie andere Charaktere während des Spiels auf dich reagieren. Okay. So, wir spielen den Kerl, denn ich bin auch einer. Ja, was machen wir denn? Sind wir ein Mensch? Sind wir ein Elf? Oder sind wir doch ein garstiger Zwerg? Oder war das doch garstiger Hobbit? Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall. Gott. Ja, Witze reißen. Ja, okay. Ich glaube, wir spielen den Krieger, weil Krieger sind toll. Krieger haben Schwerter, Schwerter sind toll. Schwerter sind im Wunden, Schwerter schneiden Sachen ab. Schwerter sind einfach schön. Ja, Magier. Ja. Sieht aus wie so eine Tunika für Arme. Jo, und ja, ist halt ein Schurke oder was weiß ich. Mensch, was? Menschliche Adliger? Adeliger? Ist das, ach, das ist Schurke. Ja, das heißt, kennt man hier, dieses Zwei-Schwerter-Ding. Von Schurke wäre bestimmt auch cool, ne? Aber er kämpft halt mit 2 Schwertern. Ich finde 2 Schwerter immer so richtig langweilig, weil
Also in Star Wars ist das cool, aber. Ja, mit echten Schwertern ist das langweilig. Nimm mal ein Krieger. So. Du wurdest in eine Familie hineingeboren. Familie hineingeboren. Deren Reichtum und Macht nur hinter denen von Königen zurücksteht. Als dein Bruder den Großteil der Truppen eurer Familie nach Süden in den Krieg führte, wurde deine diplomatischen und kämpferischen Fähigkeiten auf die Probe gestellt. Ja, hier hätte ich ein Video dazu gesehen von Ameisen. Vom Ameisenkönig, also Ant King 01, vielleicht kennt ihr der eine andere. Der hat den Elfen gespielt und da gab es irgendwie so eine Hochzeit, aber hier ist jetzt wohl was anderes. Bin gespannt. Ja, Grüße! Erstmal die Stimme ändern. Grüße! Ich bin definitiv ein Grüße! Das ist ja. Ist das Deutsch? Das ist Santiago Ziesma, Hashtag SpongeBob. Das funktioniert nicht. Ihr steht mir im Weg. Warte mal. Ist das hier? Oh, wie heißt er denn noch? Ist das ein Grundrecht? Warte mal. Bis bald. Ich war ja auf der Berliner Comic Con, da waren ja auch einige Synchronsprecher und ich habe jetzt gerade seinen Namen vergessen, aber da war auch der Synchronsprecher von Sheldon. Das ist doch lächerlich. Ich bin definitiv entzückt. Grüße. Grüße. Und, alles in Ordnung? Grüße. Ich bin definitiv entzückt. Grüße. Verdammt. Nicht der Hauch einer Verletzung. Grüße! Meine Waffe ist wirkungslos. Meine Waffe ist wirkungslos. Das nehmen wir dann mal. Ich bin definitiv entzückt. Gott. Haut. Was? Boah, jetzt sind wir aber auch hier wie Germany's Next Male Topmodel. So, Oh Gott, der guckt ein bisschen traurig. Ja, wir machen mal so, Hautfarbe und ein bisschen dunkler. Das ist ja schon ein bisschen rot hier. Ich bin ja kein Dämon. So, ich würde sagen. Das sieht jetzt so schokoladenbraun aus. Immer so. So ein guter Ton, so ein bisschen was wie ich. So, Tattoo. Ja, das gibt's in hier. Ja, ich werde hier ein bisschen Tribal haben. Nee, gehen wir mal auf Haare. Glatze natürlich, nein. Was haben wir denn hier alles im Angebot? Oh Gott. Das sieht ja aus wie so eine 15 Sort of Frisur. Aber ist ja auch von BioWare. Fällt gerade auf, die Frisuren sind echt ein bisschen ähnlich wie die von Sword Art. Dann haben die einfach kopiert. Gibt es hier auch so eine mit Zopf oder? Das ist hier erledigt. Das sehe ich aus wie so ein. Wie so ein Elb und ein hier Kalk und Jin als Fusion. Menderis. Nee, warte mal. Gibt es hier irgendwas Cooles so, was so ein bisschen nach Gauner aussieht? Ja, keine Ahnung. Sieht aus, als ob ich gerade aus Kronk aus dem Jahr 2012. Ich finde nicht mehr gut, wie der das aussehen würde. Ja, also ich flechte mir jetzt zum Beispiel nicht den Zopf. Ja, machen wir mal so. Alter, ich weiß nicht. Ich könnte aber schon zu Hause im Glück. Ich sehe ein bisschen aus wie dieser eine Macker da, der auch immer das Haus mit aufbaut. So. Oh, sieht das schlimm aus. So, aber ich will jetzt hier auch nicht 8 Jahre drin bleiben, weil wenn ich einmal in so einem Ding drin bin, dann in so einem Editor, dann dauert es immer gefühlt. Ich finde tatsächlich sogar das hier noch am besten, aber das sieht so aus, als ob ich Julius Caesar wäre. Ja, komm, nehmen wir mal das hier, das sieht ja ganz nett aus. Wir müssen unbedingt dieses Gesicht verändern. Augen. So. Und die finde ich eigentlich ganz cool, wenn es noch gibt. Ja, wir nehmen die. Das ist Fuckeracer. Augen aufstellen. Und wo?
Gut. So, bleiben wir so bei. Augenfarbe machen wir mal brown. Sieht ein bisschen aus wie Heimdall mit den Augen her. Nee, Augenfarbe, die haben wir denn hier alles? Ich habe ja auch braun, ne? Okay, es sieht aus, als ob ich irgendwie jetzt schwarze Augen und so schwarz hätte. Das sieht ein bisschen unmenschlich. Ja, das könnte man nehmen. Das könnte man nehmen. Braun tief alles. Braun Höhe, ja, keine Ahnung, bleiben wir so weit. So, jetzt kombinieren die Augen. Tun wir noch die Augenbrauen ändern. Und ein Bart kann ich auch bekommen. Das ist ja nicht schlecht, wollte ich gerade sagen. Aber das sieht jetzt ja nicht so weit geil aus. Jo, geil, Alter. Komm, ich lass grüßen. Captain, haben wir noch ein bisschen Tee? Oh Gott, Alter. Eigentlich würde ich gerne so einen coolen Bart haben, aber das sieht alles aus, als ob ich entweder aus dem 18. Jahrhundert komme, Anfang des 20. Jahrhunderts, oder als ob ich ihn aus dem Herr der Ringe einen großen Zwerg spiele. Aber die Koteletten, die sehen, die haben schon so ein leichtes Sexappeal. Was haben wir denn? Ja, ich will jetzt hier kein Zwerg sein, ne? Ja, wir nehmen mal die Koteletten. So. Ach, stoppen. Das sieht aus, als ob ich mir Scheiße ins Gesicht geschmiert hätte. Was haben wir denn noch? Ja. Also das sieht das ja noch am vernünftigsten aus. It's me, Mario! Ja, okay, der Level war noch dabei. Aber das sieht echt kacke aus. Können wir aber gar keine Stoppel haben? Oh Gott. Oh Gott. An irgendwen erinnert er mich. So, Augen. Da war er gerade, ne? Ja. So, Nase. Erstmal nehmen wir diese Hardy-Nase weg. Also, wir sind ja diesen Riesenkolben da. Warte. Knusper, Knusper, auch alles hier. Nee, oh Gott. Ja, okay, Nase. Alter, also, ist ja auch so wie Pinocchio. Erstmal die Nasengröße. So, ein bisschen kleiner. Damit kann ich die ganze Berge versetzen. So, guck mal, was gibt's denn hier noch? Ja, die sieht ganz okay aus. So. Den Mund kann ich nicht machen, oder? Also kann ich den Mund ja nicht machen. Dürfen Männer keinen anderen Mund haben? Oder Kiefer und Wange, das wäre ganz geil eigentlich. Also bei Frauen konnte ich das machen. Da konnte ich auch den Kiefer und die Wange verändern, aber jetzt sehe ich sie aus, als ob ich kurz am Hungertod stehe. Porträt, oh mein Gott. Ich sehe euch da unten, ganz genau. Nö, wer ist er denn? Hallo, mein Name ist Prinz Charming. Oh Gott. Was ist das denn? Ja, das ist ja richtig lustig. Liegt ja nicht so viel Stroh rum, muss ja eigentlich eine Maske an. Das ist. Gott. Ja, Kameraentfernung. Ja, wir nehmen mal das. Gott. Ja, was ist das denn? Achso. Ich
Grüße. Ich bin definitiv entzückt. Oh Gott, was ist das? So kann ich den jetzt ja nicht jetzt keinen Mund oder so machen, Alter. Grüße. Grüße. Das funktioniert nicht. Ihr steht mir im Weg. Grüße. Und, alles in Ordnung? Grüße. Grüße. Ich bin definitiv... Alter, er mit seinem Botox-Lippen hier. Mann, ich will die Lippen ändern. Gott. Ja, okay. Kann ich auch den Nachnamen ändern? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Eden. Nehmen wir Eolund. Okay, ich will den Kostland, ja. Wahrscheinlich, wenn wir den Namen jetzt in diesen Aiden-Namen dagelassenen Ketten, dann wären wir damit bestimmt hier angesprochen worden, aber egal. Ja, also Stärke, wir sind ja Nummer 17. Konstitution steht für die Gesundheit und Widerstandsfähigkeit, ist logisch. Joa, mache ich auch mal voll, weil das jetzt eigentlich ist jetzt nicht so wichtig, es wird wahrscheinlich eh noch alles kommen. So, Kampftaktiken. Stehlen, ja, das machen wir mal. Weil das Stehlen ist immer gut. Im Spiel, nicht in der Realität. Ich sehe euch, wenn ihr das macht. Bogenschießen, Waffen und Schild. Boah, zweihändig ist ganz geil, aber wir machen mal hier zwei Waffen. Krieger, mächtig. Boah. So. Ja, machen wir mal normal. Ich bin gespannt. Führe einen Linkstick auf einen deiner Charaktere aus, um die Kontrolle über ihn zu übernehmen. Versuche all deine Charaktere strategisch zu positionieren. Bringt einen Schurken in Position für einen hinterhältigen Angriff oder schicke Bogenschützen. Seit Generationen herrscht die Familie der Kuslins über die Ländereien von High Ever und wird von ihren Untertanen geschätzt und geachtet. Als die Armee von Orlais das Land unterwarf, dienten dein Vater und dein Großvater den kampfbereiten Königen ihrer Heimat. Heute zieht dein älterer Bruder unter dem Banner des Hauses Kuslenz mit dem König in die Schlacht. Aber nicht gegen Orlais, sondern gegen die dunkle Brut, die sich im Süden erhebt. Dann werden eure Truppen also in Kürze eintreffen. Ich erwarte die Vorhut noch heute Nacht. Morgen können wir aufbrechen. Bitte entschuldigt die Verzögerung, Herr. Sie ist allein meine Schuld. Nein, nein. Das Erscheinen der dunklen Brut im Süden hat uns alle überrascht, nicht wahr? Ich wurde vom König selbst erst vor einigen Tagen zu den Waffen gerufen. Ich schicke meinen Ältesten mit meinen Männern voraus. Wir beide brechen morgen auf, wie in alten Zeiten. Ja, allerdings war unser Haar damals noch nicht grau und wir kämpften gegen Orlesianer, nicht gegen Monster. Sie werden bestimmt sterben. Immerhin stinken sie ähnlich. Ja, das Lachen. Tut mir leid, ich habe dich gar nicht gesehen. Hau, ihr erinnert euch an meinen Sohn? Er ist zu einem stattlichen Jüngling herangewachsen. Freut mich, dich wiederzusehen, Junge. Oh Gott. Ja gut, das Spiel ist von 2010. Da müssen wir jetzt nicht so viel von der Gesichtsmimik erwarten. Das kam ja erst alles ein, zwei Jahre später. Okay, jetzt haben wir gerade, hat er gerade gesagt, gibt es einen Grund, warum ich hier bin? Gleichfalls, Earl Howe, ist eure Familie hier, Earl Howe? Sprichst du das alles morgen auf? Meine Tochter Delilah hat nach dir gefragt. Vielleicht sollte ich sie beim nächsten Mal mitbringen. Jetzt muss ich das auch noch betonen. Ja, und wofür war denn die Stimmauswahl? Delilah ist ein gutes Stück jünger als ich. Oh Gott. Ich hab mich vor mir. Hätte ich bestimmt erst 7 oder so. Nein. Ja, das wäre. In ein paar Jahren spielt der Altersunterschied keine Rolle mehr. Macht euch keine Mühe, Hau. Mein Junge hat neuerdings seinen eigenen Kopf. Der Erbauer segne sein Herz. Sein Temperament kommt seinen Fähigkeiten gleich. Dankeschön. Meinen Glückwunsch, Eure Lordschaft. Na, ich habe dich jedenfalls nicht ohne Grund rufen lassen. Solange dein Bruder und ich weg sind, bist du für das Schloss verantwortlich. Ich tue mein Bestes, Vater. Genau das wollte ich hören. Es werden nur einige Wachen zurückbleiben und du musst den Frieden in der Region wahren. Du kennst das Sprichwort. Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Außerdem möchte ich dir jemanden vorstellen. Bitte, schick Duncan herein. So, Duncan.
Was hat er denn gerade gemacht? Es ist mir eine Kevin Ehre, James. In eurer Halle Gast zu sein, Taryn Kusland. Ihr habt nie erwähnt, dass ein grauer Wächter hier sein würde, eure Lordschaft. Duncan traf erst kürzlich ein. Unangekündigt. Ist das ein Problem? Nein, natürlich nicht. Vergebt mir. Ich war nur überrascht. Wir haben in der Tat nur selten so hohen Besuch. Mein Sohn, Bruder Aldous, hat dir von den grauen Wächtern erzählt, hoffe ich. Nee, ich hab den Vorspann abgebrochen. Sie sind ein ordentlicher Krieger. Sie haben vor langer Zeit die dunkle Brut besiegt. Er meinte, sie wären nur noch ein kleiner, unbedeutender Orden. Hätte er das tun sollen? Ich muss mich entschuldigen, danke. Dieser Aldous hat Mut, meinen Kindern diesen Unsinn zu lehren. Ich nehme es ihm nicht übel. Die grauen Wächter sind nicht mehr, was sie einst waren. In meinem Haus wird nicht schlecht von den Wächtern gesprochen. Ohne sie hätte die dunkle Brut uns während der ersten Verderbnis alle vernichtet. Stimmt. Ihr seid der einzige Grund, dass in Thedas immer noch Menschen leben. Duncan ist auf der Suche nach Rekruten, bevor er und seine Kameraden uns in den Süden folgen. Ich glaube, er hat ein Auge auf Sir Gilmore geworfen. Offen gesagt, ich denke, euer Sohn wäre ebenfalls ein ausgezeichneter Kandidat. Ehre hin oder her. Wir reden hier von einem meiner Söhne. Genau. Ja, also ich mache jetzt mal eine Voraussagung. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe es ja noch nicht vorgespielt. Er wird bestimmt sterben. Sein komischer Earl, der kommt wieder. Vielleicht wird er auch nochmal unser Feind, das weiß ich nicht so genau. Aber mein Bruder, den ich bisher noch nicht kennengelernt habe, der wird vielleicht auch sterben. Aber auf jeden Fall der Vater stirbt, das ist sowas von klar. Ja, also ein paar Leute, die hier schon sind, die werden mit Sicherheit kapieren noch im Laufe des Spiels. Der Gedanke gefällt mir, Vater. Ich möchte kein grauer Wächter werden. Die will ich auch wirklich nicht. Nun, Duncan, er ist nicht interessiert. Wenn ihr euch also nicht auf euer Konskriptionsrecht beruft. Keine Sorge. Wir brauchen zwar möglichst viele gute Rekruten, aber ich werde nichts erzwingen. Würdest du in meiner Abwesenheit dafür sorgen, dass Duncans Wünschen entsprochen wird? Was ich bei Bioware immer liebe, so diese Auswahlmöglichkeiten. Natürlich, überanstrengend nicht meine Fähigkeiten. Dazu muss ich aber nicht hier sein. Wer sind mein netter Sohn? Natürlich. Und jetzt richte Fergus von mir aus, er soll mit den Truppen nach Ostagar vorausreiten. Aber ich habe noch so viel zu sagen. Nein, habe ich noch gar nicht. Ich möchte bleiben und mit Duncan reden. Na, willst du mich etwa loswerden? Wo ist Fergus? Oben in seinen Gemächern. Er verbringt gewiss noch einige Augenblicke mit seiner Frau und meinem Enkel. Sei ein guter Junge und tu, was ich dir sage. Wir reden später. Bild. So. Während das Spiel pausiert, kannst du deinen Charakter befehlen. Befehle erteilen. Führer einen Rechtsleger. Erst da. Also ich kann jetzt... Wahrscheinlich muss ich jetzt irgendwie so zu einer Tür oder so. Ja, Rechtsklick, hallo. Kann ich denn das Pausen? Hallo, Rechtsklick. Ja. Geil, das erste Hindernis ist nicht mache ich. In Ordnung. Ja, wie mache ich die Pause jetzt? Ja, wie viel mache ich doch? Hallo. Das wollte ich. So. Gut, dann sind wir jetzt auch hier. Kann ich die Waffe irgendwie ziehen hier, ne? So, ist klar. Jetzt haben wir ja schon den Duncan getroffen. Kann ich mit dem? Guten Abend, Herr. Guten Abend, Herr. Guten Abend, Herr. Was ist denn hier? Kann ich auch in die Ego-Perspektive gehen? Nee, ne? Ja, finde ich ganz okay mit der Steuerung. Was ich immer nicht so ab kann, wenn ich spiele, so nur von der Kopf, von der Vogelansicht zu sehen sind. Das ist nicht so meins. Aber das geht noch klar. Das ist ja so ein bisschen wie Risen. Oder so.
Ja, ich bin halt nicht so ein Fan von so einer Vogelansicht. So, kann man hier rein. Genau so wird es geschehen. Ja, das finde ich ein bisschen schade, dass er nicht selber spricht, weil es bringt die Stimme jetzt auch nicht so wirklich was. Guten Abend, Herr. Finde ich jetzt persönlich. Aber keine Ahnung, ich habe mir ja auch noch Dragon Age Inquisition oder... Ach, da. Da seid ihr. Eure Mutter meinte, der Terran hätte euch zu sich gerufen. Da wollte ich nicht stören. Sir Gilmore, ja stimmt, unser Imperator. Nee, was ich sagen wollte, ich habe mir noch den dritten Teil, glaube ich, war das. Den zweiten, der war mir ein bisschen zu teuer momentan. Hatte ich mir auch noch gekauft. Der ist auch ein bisschen hübscher aus, logischerweise. Ist ja auch 2014 rausgekommen. Ich weiß nicht, wie das da ist. Aber ich denke mal, ich große dir an, dass... Seid gegrüßt, Sir Gilmore. Verzeiht meine Manieren, Herr. Aber ich habe euch überall gesucht. Ich fürchte, euer Hund hat wieder einmal die Küche in Aufruhr gebracht. Nan droht damit, ihre Koffer zu packen. Ist das normal, dass seine Stimme so schallt? Der Hund wieder in der Speise. Guck mal, das hört sich hier direkt an wie mein Hund. Sie war meine Kinderfrau. Was ist eine Kinderfrau? Wahrscheinlich so. Was ist das mit der Hund? Im Hintergrund hört man alte englische Männer schreien. Sie war meine Kinderfrau, bevor sie Köchin wurde. Nan verlässt uns nicht. Eure Mutter sieht das anders. Sie besteht darauf, dass ihr den Hund holt, und zwar schnell. Ihr kennt diese Mabari-Hunde. Sie gehorchen nur ihrem Herrn. Jedem anderen beißen sie den Arm. Dummer Hund. Liebe nimmt er sich. Liebe nimmt er sich. Er hat niemanden verletzt. Ich bin gerade ziemlich beschäftigt. Dann soll ich wohl... Das will ich nicht ausprobieren. Ihr könnt euch glücklich schätzen, einen eigenen Mabari zu haben. Klug genug, um nicht zu sprechen, wie mein Vater immer sagte. Das heißt natürlich, dass er sich schnell langweilt. Nan schwört, dass er sich einen Spaß mit dir macht. Na, jedenfalls soll ich bei euch bleiben, bis die Angelegenheit geregelt ist. Wollen wir? Also gut, auf zur Küche. Folgt einfach den Schreien. Wenn Nan wütend ist, sorgt sie dafür, dass es jeder erfährt. Ja, aber irgendwie, das ist da oben. Ja, moin, was geht? Und das hier brachte Bryce im letzten Jahr aus Orlais mit. Der Marquis, der es ihm gab, war betrunken, soweit ich weiß, und hielt Bryce für den König. Ah, da kommt mein Sohn, zusammen mit Sir Gilmore. Sagt mir, Sir Gilmore, hat mein Sohn den Hund schon angekettet? Noch nicht, my lady. Liebling, kümmere dich darum. Dieser stinkende Köter ist ein famoser Beschützer, aber er treibt Nan in den Wahnsinn. Dein Vater hat einen hohen Preis für diesen Mabari bezahlt und der Hund liebt dich. Sorge wenigstens dafür, dass er nicht in Schwierigkeiten gerät. Außerdem wünsche ich nicht, dass er mein Küchenmädchen frisst. Sir Gilmore, kümmert euch darum. Wie My Lady wünschen. Gut. Mit etwas Glück kann ich meinen Gästen dann auch diese Woche etwas zu essen servieren. Du erinnerst dich an Lady Landra? Ich glaube, wir haben uns zuletzt auf dem Frühlingsempfang eurer Mutter gesehen. Alles klar. Ihr wart be... Boah. Wenn ihr das sagt. Der Stolz meiner Lenden. Kaum zu glauben, dass er trotz seiner goldenen Zunge noch kein Weib gefunden hat. Vielleicht benutzt er sie ja nicht zum Reden. Alles Wie viel hast du schon getrunken, Mutter? Ihr erinnert euch an meinen Sohn Dairon. Ich glaube, ihr habt beim letzten Turnier gegen ihn gekämpft. Und mich mühelos besiegt. Freut mich, euch wiederzusehen, Herr. Der erinnert mich auch an irgendjemanden. Der so typisch, der hat so ein typisches Neid. Der ist sie eigentlich, der ist guckt so verliebt. Ich hoffe, das ist nicht seine Schwester. Ja, gleichfalls, Darren. Und dies ist meine Kammerfrau Iona. Sag etwas, Liebes. Ich fühle mich sehr geehrt, Herr. Ich habe schon viele wunderbare Dinge über euch gehört. Wisst ihr was, Eleanor? Ich glaube, das Mädchen hat ein Auge auf euren Sohn geworfen. Oh, Lady Landra! Psst, Landra! Das arme Ding wird ja ganz rot. Darf ich gehen, Mutter? Ich weiß, dass ich schon aber danke. Ist dir klar, dass wir im Krieg sind?
Ob mir klar ist, dass mein Mann und mein Sohn in die Schlacht reiten und vielleicht nicht zurückkehren? Ziemlich. Ich denke, ich ziehe mich jetzt zurück, Liebes. Dairon, Ayana, wir sehen uns dann beim Abendbrot. Wir sollten uns ins Studierzimmer zurückziehen. Guten Abend, Eure Lordschaft, Sir Gilmore. Es wird lustig. Ja, okay, ich mag das Spiel jetzt schon. Ich spiele es ja auch ab 18. Ich finde, das ist auch ein bisschen besserer Humor als also Skyrim ist auch. Es gibt viele RPGs mit. Was sind draußen? Warte mal. Ach, das ist hier. Das ist. Oh, Alter, ich. Mann, die scheiß Gebälle aus dem Spiel. Ich dachte, das kommt von draußen. Einmal ja, ich gehe ja schon schnell hin. Also die Alte schreit jetzt, ob sie zerfleischt wird. Schafft den verdammten Köter aus der Speisekammer! Aber Herrin, er lässt uns nicht in seine Nähe. Wenn ich nicht in die Speisekammer komme, ziehe ich euch die Haut ab. Nutzloses Elfenpack. Beruhigt euch, gute Frau. Wir sind hier, um zu helfen. Ihr und ihr! Euer verdammter Köter ist ständig in meiner Speisekammer. Schlachten sollte ich das Biest. Vielleicht so wollen wir schlachten. Was? Dieses Monster sabbert in meiner Speisekammer den guten Schinken an und ihr beleidigt mich? Oh, bitte! Liebe Frau, beruhigt euch. Darf ich sie töten? Jetzt reicht's. Ich kündige. Informiert die Turner. Ab sofort koche ich in einem netten kleinen Anwesen in Benorn. Nan, bitte. Wir fangen den Hund. Beruhigt euch. Schafft ihn einfach raus. Als hätte ich mit einem Schloss voller hungriger Soldaten nicht schon genug Sorgen. Und ihr beiden, steht nicht rum wie zwei Armleuchter. Verschwindet. Wenn ich so verstehe, die sieht... Also, Tutorial im Mentor aus, was mit ihnen, bestimmt? Ja. Was soll ich jetzt machen? Um einen Gegenstand abzulegen, musst du ihn nur von seinem Symbol auf die linke Seite des Bildschirms zurückziehen. Nee, warum soll ich denn jetzt meine Rüstung ausziehen? Warum soll ich denn die jetzt ausziehen? Was wird denn das jetzt hier? So. Achso, okay, ja. Achso, ich soll. Achso, weil ich gleich verschieben. Ich will jetzt auch nicht jemanden mit einem Hund kämpfen. Oder? Ja, zieh doch da rein. So. Muss halt sich gegen den Hund kämpfen, oder? Oh, Pudje, Pudje, Pudje. Lege mich jetzt einen schon auf. Seht euch das an. Wie ist der nur hier reingekommen? Ausbesorgen, hörst du mich? Hast du mir irgendwas zu sagen? Ich liebe ihn feiner, guter, braver Hund. Oh, er muntert ihn nur, warum auch nicht? Kein Wunder, dass er Nan auf Trab hält. Ja, ich sehe doch, dass er sich im Kreis dreht. Wie es aussieht, will er euch etwas sagen. Wartet, hört ihr das? Ja, also mein Hund heißt so, deswegen nenne ich den Obwohl. Ja, aber wenn er stirbt, wird das eklig, weil ich gar hinten bebe. Oh Gott, Ratten! Ja. Er haut erstmal ab, alles klar. Ja, wir schnappen uns mal hier erstmal. Ja, dann greifen wir geil.
erinnert mich an die schlechten Abenteuergeschichten meines Großvaters. Euer Hund muss sie durch ihre Löcher gejagt haben. Er wollte gar nicht die Speisekammer plündern. Sieht so aus. Das waren Ratten aus der Korkari-Wildnis. Das sagen wir Nan lieber nicht. Sie ist schon aufgebracht genug. Aber nachdem ihr jetzt bei eurem Abari seid, kann ich ja gehen. Ich muss mich auf die Ankunft der Soldaten des Aals heute Nacht vorbereiten. So, neuer Kodex-Eintrag, Pepe. So, jetzt können wir ja hier schön plündern und klauen. Können wir noch mal schleichen oder so? Ja, moin, was geht denn? Aber selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. So, was gibt's denn nichts? Jungmann, Alter. Da ist er, dieser freche Köter. Putzt sich auch noch, nachdem er meinen Braten gefressen hat. Was? Ratten? Etwa die großen Grauen? Die werden euch in Stücke reißen. Seht ihr? Jetzt habt ihr die Dienerschaft erschreckt. Ich hoffe, diese Biester sind tot. Bestimmt hat der Hund die Ratten erst angelockt. Alter, ich hau dir gleich auf die Fresse. Oh, schau mich nicht so an. Ich bin immun gegen deinen Hundeblick. Hundeblick. Also gut, hier, so. Das ist für dich. Und sag nicht, dass Nan dir nie etwas gibt, Mistköter. Danke, Herr. Jetzt können wir weiterarbeiten. Ja, genau, ihr beiden. Was steht hier noch rum? Gut. Okay, ich würde sagen, hier beenden wir auch mal den ersten Part. Haben wir schon viel erreicht. Wir sind durch die Gegend gelaufen, hatten ein Gespräch mit einer betrunkenen Tante und haben einen blutverschmierten Hund. Das ist für den ersten Arbeitstag schon viel. Ja, also, ich glaube, ich muss lesen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dragon Age Origins.